Leute, ich kann das alles langsam nicht mehr. Angefangen hat der ganze Spaß mit einer 2,50 € Donation bei Mauki. Danach entstand ja dieser riesige Annie the Duck Skandal. Danach machte Unge ein Statement öffentlich, wo er meinte, dass eine Hetzkampagne gegenüber ihm stattfindet. Das Ganze wurde mittlerweile exposed und mittlerweile ist das Drama so groß geworden, dass Rachel, also die Ex-Freundin von Unge, ihren Job verloren hat. Ich habe hier etwas für euch. Sehr schön, unsere kärgliche Entlohnung. Ah, dieser süße Geruch nach Zahltag. Hä? So in der Art ist es jetzt Rachel ergangen und was es jetzt mit dem Unge-Drama auf sich hat, das werde ich euch gleich noch erklären. Bevor wir aber mit dem Thema starten, möchte ich noch darauf hinweisen, dass bei meinem Partner Emma derzeit viele Produkte bis zu 50% reduziert sind. Für alle, die Emma aber noch nicht kennen, dort bekommt ihr jede Menge hochqualitative Matratzen, Bettwäsche, Betten und alles rund ums Schlafen. Tina und ich nutzen, by the way, seit Anfang des Jahres die Elite Gel Grid Matratze und um ehrlich zu sein, sind wir mega zufrieden damit. Das liegt vor allem daran, dass diese Matratze unglaublich atmungsaktiv ist und sich dem Körper anpasst. Das gleiche ist aber auch bei der Refurbished-Version der Elite Air Grid Matratze der Fall. By the way, für die Leute, die nicht wissen, was das jetzt bedeutet, das heißt, dass die Matratze neu aufbereitet wird und demnach sehr nachhaltig ist. Diese hat vor allem für den Sommer ein kühlendes Gelmaterial eingebaut und demnach ist die Matratze perfekt für warme Nächte geeignet. Außerdem passt sich die Matratze ebenfalls optimal an den Körper an und ist demnach für jeden geeignet. Diese nachhaltige Refurbished-Variante der Elite Air Matratze wird sogar ab dem 22. Juni um 20% rabattiert sein und mit meinem Code ALPHAKEVIN5 spart ihr nochmal on top 5% dazu. Lohnt sich an der Stelle demnach doppelt. Das gleiche gilt im Übrigen auch bei Produkten, die mittlerweile 50% im Rabatt sind. Dort könnt ihr auch nochmal obendrauf 5% sparen. Bedeutet, wenn ihr gerade irgendwas rund ums Schlafen sucht, egal ob Bett, Bettwäsche, Topper oder Matratzen, dann checkt unbedingt meinen Partner Emma ab. Die haben diesbezüglich wirklich alles für euch, vor allem noch mit dicken Angeboten. Und die Qualität ist wirklich mega gut, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Checkt demnach jetzt den Link unten in der Beschreibung ab. Wie gesagt, mit meinem Code spart ihr nochmal 5% obendrauf. Diese dicken Urlaubsrabatte gelten übrigens noch bis zum 3.7. für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und damit bedanke ich mich bei Emma für die gute Zusammenarbeit. Doch was hat es nun mit der Sache rund um Rachel und der Entlassung zu tun? Nun ja, Rachel postete am Montag völlig überraschend folgenden Tweet. Ratet mal, wer jetzt arbeitslos ist. Auf etliche Nachfragen, was denn jetzt eigentlich der Grund für so eine spontane Entlassung war, entgegnete sie damit, wegen dieser ganzen Thematik, was gar kein Kündigungsgrund sein sollte, aber eine richtige Begründung gab es halt nicht. Das Ganze wiederholte sie noch ein paar Mal und zeigte sich auch mehr oder weniger schockiert über diese Entlassung. Und hä? Also ich verstehe ja, wenn man aufgrund sehr kontroverser Meinungen vielleicht Konsequenzen im Job bekommt, aber Rachel hat ja bei der ganzen Unge-Thematik, zumindest jetzt auch im Nachhinein betrachtet, gar nichts falsch gemacht. Weder hat sie angefangen, direkt auf Unge bezogen loszuschießen oder irgendwelche privaten Details auszuquatschen, noch waren die Anschuldigungen von ihr komplett daneben. Also es hat sich ja am Ende auch mit als Wahrheit herausgestellt. Und ganz im Gegenteil, Unge, der lenkte ja sogar selbst in einem Twitter-Statement ein und betonte, dass sie sehr vieles richtig wiedergegeben habe und er oftmals falsch lag. Wie im Statement gesagt, habe ich viel Scheiße gebaut. Hier an dieser Stelle nochmal an Rachel. Es tut mir auch leid für alles, was ich in der Beziehung getan habe und wie ich mich verhalten habe. Deswegen möchte ich mich ja auch aufrichtig entschuldigen. Ich war nicht korrekt. Ich war einfach nur ein Stück Scheiße und vieles, was Rachel auch in ihrem Statement gesagt hat, habe ich ja auch schon eben in meinem dann gesagt, stimmt. Rachel ist ein liebevoller Mensch, auch wenn da nicht immer alles zu 100% die Wahrheit war, was da jetzt in den letzten Tagen gedroppt ist, aber das ist klar, jeder hat auch eine andere Wahrnehmung. Ich möchte trotzdem einfach nur sagen, hier sehe ich auch einfach den Großteil der Probleme auf meiner Seite. Wenn man bedenkt, wer hier zuerst Namen gedroppt hat, verstehe ich es erst recht nicht, wie es dann dazu gekommen sein soll, dass Rachel dafür entlassen wird. Also das ist jetzt auch rein logisch von dem Chef absolut nicht plausibel. Denn Unge war derjenige, der zuerst Anschuldigungen traf und private Details ausquatschte. Er prangerte das Verhalten von Rachel an, um ihr eine gewisse Unglaubwürdigkeit zu unterstellen. Stichwort narzisstische Züge, welche von anderen beobachtet werden konnten. Was aber, by the way, bisher noch keiner wirklich über Rachel sagte oder auch bestätigte. Dazu teilte er auch noch ziemlich private Informationen über sie aus, mit einer Millionen Reichweite. Daraufhin nahm sich Rachel Zeit und zeigte in ihrem Video ganz eindeutig auf, dass Unge ja in vielen Punkten offensichtlich nicht recht hatte. Ganz im Gegenteil, es konnte sogar gezeigt werden, dass er stellenweise log und Dinge auch viel zu übertrieben darstellte. Und die Zuschauer da draußen haben das ja ebenfalls mitbekommen und ich glaube nicht, dass die meisten jetzt dadurch auf Unges Seite standen. Also, wie in Gottes Namen soll das
ein legitimer Kündigungsgrund gewesen sein. Das ist ja völlig daneben und gleichzeitig könnte man mit Sicherheit auch rechtlich dagegen vorgehen, denn das ist ja jenseits von Gut und Böse. Da trifft jemand harte Worte gegen dich mit Name-Dropping, du willst dich zu Recht dagegen wehren, arbeitest das ganz ordentlich auf und der Dank dafür ist, dass du einfach gekündigt wirst. Ja moin, zumal sie ja noch nicht mal mehr in der Probezeit war, wo man jetzt mal ganz easy entlassen werden könnte. Demnach war sie halt offensichtlich auch schon länger eingestellt. Also sowas habe ich auch selten erlebt. Man muss natürlich auch an der Stelle sagen, der Chef gab anscheinend auch keine wirklich exakte Begründung für diese Kündigung an, was halt fast noch weirder ist, weil ein normaler Arbeitgeber, der sagt dir eigentlich relativ schnell, was der Grund dafür ist. Vor allem, wenn es um solche Öffentlichkeitsthemen geht. Und laut den Zuschauern, da weiß ich aber jetzt nicht ganz genau, ob das so stimmt, soll Rachel bei einer Apotheke gearbeitet haben. Und wenn das so sein sollte, dann macht das Ganze ja noch viel, viel weniger Sinn. Denn bei gewissen Firmen kann man natürlich davon reden, dass eine Außenwirkung und auch ein Image ganz, ganz wichtig ist. Aber Bro, als ob eine Apotheke davon Schaden trägt, wenn Rachel ein Video zu Unge gemacht hat. Also, welcher Ruf soll denn irgendwie geschädigt worden sein in Verbindung zum Unge-Drama, was eine Apotheke betrifft? Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob sie jetzt wirklich in der Apotheke arbeitet, aber das haben einige Leute geschrieben und dann hochgeliked. Was ich aber auch im gleichen Moment ziemlich interessant zum Diskutieren finde, war der darauffolgende Tweet von Carina Pusch. Diese zitierte nämlich Rachel mit folgenden Worten. Frauen wollen nur Fame, Geld und Aufmerksamkeit. Einfach nein. Man hat nur Scheiße davon. Das Einzige, was einem ein gutes Gefühl gibt, ist, das moralisch Richtige getan zu haben und anderen damit zu helfen, Mut zu machen. Es tut mir so leid für Rachel. Und ich finde, sie spricht hier auch keinen schlechten Punkt an. Denn sind wir mal ehrlich, oftmals liest man Kommentare, dass bei Anschuldigungen direkt die Frau im Fokus steht und die ja bloß Aufmerksamkeit, Fame und auch Geld möchte. Also die Frau möchte jemand schaden und der Mann ist dann dementsprechend auch das Opfer. Das haben wir jetzt schon öfter mitbekommen. Es gibt natürlich auch Situationen, wo es andersrum ist. Das ist mir nämlich auch in dem Fall sehr, sehr stark bei Kiki und Rachel aufgefallen, die nach den Anschuldigungen von sehr vielen Leuten, auch teilweise von Influencern, beleidigt wurden. Erst im Nachhinein merken dann einige, wie sie den Personen dort Unrecht getan haben. Und das ist eigentlich nicht das Richtige. Deswegen finde ich, sollte man sich immer gerade bei solchen Sachen etwas zurückhalten. Doch das gleiche war ja damals bei Carina Pusch ebenso der Fall. Die schilderte ziemlich neutral ihre Erfahrungen mit Apro Red und durch unzählige Heulshows von Red, durch irgendwelche Livestream-Beiträge bei Unge, wurde dann Carina irgendwann einfach nicht mehr ernst genommen. Und das, obwohl sie die ganze Zeit im Recht lag. Sie bekam dann daraufhin auch völlig unbegründet etliche Hasskommentare und wurde daraufhin beschuldigt, dass sie ja bloß Fame und die Reichweite möchte. Am Ende des Tages hat sie dennoch komplett die Arschkarte gezogen, trotz dass sie den Fall gewonnen hat, weil Red ja einfach kein Geld zahlen möchte und sie dann auf diesen Summen sitzen bleibt. Und das ist so eine Sache, die man jetzt mittlerweile dringend lernen sollte. Urteilt nicht zu früh, bevor ihr jemand einfach grundlos hatet oder sogar in diesem Falle einfach kündigt. Wie gesagt, wir kennen jetzt zwar nicht die genaue Begründung, wir können uns jetzt auch nur auf das verlassen, was Rachel geschrieben hat. Sollte es aber wirklich so gewesen sein, dass der Chef aufgrund der Unge-Thematik Rachel entlassen hat, dann ist dieser ja einfach nur Teil des angesprochenen Problems. Ich persönlich hoffe, dass Rachel schnell etwas Besseres findet und wenigstens eine dicke Abfindung bekommt für einen schicken Urlaub oder so. Das wäre sehr wünschenswert. Dann würde sie mir zumindest immerhin noch diese Vibes geben. Guten Morgen, Deutschland. Schöne Grüße von Bosch aus Kroatien. Heute ist Montag, 8. August. Ich weiß, Chef, du sitzt jetzt im Büro, haben große Kopfschmerzen, Rechnungen Ende Monat immer bezahlen. Katze, Hund, Frau, immer alles bezahlen, du immer. Aber du Arschloch, selber schuld. Also wirklich absolut verrückte Geschichte. Wie gesagt, ich wünsche Rachel an der Stelle wirklich alles Gute und dass sie schnell wieder einen neuen Job findet mit einem besseren Chef. Denn wenn man das jetzt alles mal betrachtet, dann hat sie offensichtlich eigentlich gar nichts falsch gemacht. Ich hoffe natürlich auch, dass der Typ, also der Chef, dort seine gerechte Strafe bekommt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Situation einschätzt und ob ihr das als einen legitimen Kündigungsgrund seht. Und checkt vor allem jetzt gerne meinen Partner Emma ab. Wie gesagt, mit dem Code ALPHAKEMIN5 spart ihr 5% auf alle Rabatte ohnehin nochmal obendrauf. Der Link dazu ist unten in der Beschreibung und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön? Stänkchen ans Wänkchen, euer Alpha Kevin und ciao.